herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Und wir hatten ja mit unserer dritten Tour eigentlich in diesem Profil den Iveco hier nach Russland gebracht. Das ist also gar nicht mal so weit hinter der russischen Grenze, russisch-polnischen Grenze. Und Ölfilter zu der Werkstatt hier. Und da haben die Mapbauer doch richtig eine Gemeinheit eingebaut. Jetzt sollen wir die Karre rückwärts da in die Garage reinfahren. Leute, hier muss man ausliefern. Das ist tückisch. Jetzt stehe ich da so auch noch verkehrt rum und habe mir letztes Mal gesagt, ne, die Folge würde ewig lange gehen, wenn ich jetzt auch noch hier reinfriemeln würde. Und habe mir die Blamage auf eine Folge später aufgehoben. Ich versuche jetzt mal mein Glück, ne? Wir haben 12 Uhr. Ich habe ungefähr 4 Stunden Zeit, das Ding da rein zu fummeln. Gute 4 Stunden. Dann ist nämlich auch die Zeit abgelaufen. Ja. Das war das, was ich meinte beim letzten Mal. Man braucht immer noch so ein bisschen Polster. Also erstmal muss ich sowieso rückwärts, damit ich hier rauskomme. Weil umdrehen kann ich die Karre hier sicherlich nicht. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Ich glaube... Ja, ich glaube, ich weiß. Ich fahre erstmal ganz raus. Und drehe das Ding dann um. Wie sieht es denn da eigentlich aus? So, habe ich da noch genug Platz? Ein bisschen noch, ne? Ja. So hatte ich mir das gedacht. Und dann fahre ich nämlich erstmal hier so rein. Damit ich den ganzen Weg rückwärts bis hoffentlich, möglicherweise, letztendlich... Ja, wenn das so ein bisschen schräg ist, ist das ganz schön schwierig, aber ich versuch's trotzdem. Ich kann ja nicht mehr weiter vor. So, erstmal müssen wir dem hier so einen geben. Ja. Also ich versuch das auch... so realistisch es geht, einigermaßen hier von der Innenansicht. Ich kann natürlich den Kopf aus dem Fenster stecken, na klar. Und Außensicht mache ich nur so, wie ich das eben in der Realität auch machen könnte. Ja, das ist ein bisschen doof. Das wird nichts. Ich könnte ja in der Realität auch aussteigen und mal um den ganzen Laster herumlaufen, um mal zu gucken, wie sieht denn das aus, die Gegebenheiten. Ne? Und das nehme ich dann hier so für Außensicht schon mal. Also das nehme ich mir wohl raus. Ansonsten, was ich nicht mache, möglichst ist in Außensicht dann rangieren und einparken. Das mache ich nur, wenn ich es sonst überhaupt gar nicht mehr zur Rande komme. So, ich wollte jetzt ein bisschen früher einschlagen hier. Ich glaube, jetzt ist das ganz gut. Okay. Nicht zu viel. Das ist schon reichlich. Kriege ich den einigermaßen gerade in die Richtung gestellt jetzt? Kann ich so schlecht einschätzen? Nicht, dass ich den LKW da ankratze. Oh, das ist nichts. Der muss noch weiter rum. Wie weit habe ich denn noch nach vorne? Ja... So, schauen wir mal. Nein, andersrum natürlich. So muss er noch ein bisschen mehr. Ich glaube, das ist jetzt ganz gut so. Da kommen wir dran vorbei, ne? Natürlich. So, und jetzt würde ich in der Realität, wenn ich so diesen Blick habe, aussteigen, gucken. Wie sieht's denn aus da? Ja. Der steht mir so ein bisschen im Weg da. Aber... sollte drin sein. Ist eng. Ich muss erst noch mal ein Stück vor. Das geht so nicht. Oh. So. Und jetzt... Oh.
damit ich da ein bisschen mehr Platz habe. Zudem. Genau. So ist das besser. Und jetzt würde ich sagen, ein bisschen noch, jetzt langsam und noch stärker. Jetzt ziemlich stark. Das kann ich jetzt schlecht abschätzen. Ich steige schon wieder aus, gucken. Ja, das habe ich befürchtet. Viel geht da nicht mehr, ein kleines bisschen noch. Ein kleines bisschen geht noch. Das war's dann auch schon. Und wie mache ich das jetzt weiter? Ja. So. Ja, du stehst mir im Weg. Das habe ich vorhin schon gesagt. Rückwärtsgang. Nee, das ist ja andersrum. So rum, so rum, so rum, weiter, 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 weiter. Ah, da sind wir schon gegengekommen. Blöd. Geht das da noch ein bisschen mehr? Nee, weit geht das nicht mehr. Der steht mir echt saumäßig im Weg. Was würde ich denn jetzt machen in der Realität, wenn der so steht? Steht da noch was? Ach, da stehen irgendwelche Reifen oder so. Ich mach da ja eine Wissenschaft draus, ne? So. Ist das eigentlich üblich, dass man so was macht wie ich jetzt hier, dass man sagt, okay, ich komme jetzt unter einem anderen Winkel. Achso, ich wollte ja nicht in der Außensicht fahren. Nee, 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 nee. Ist so was üblich? Dass ich jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, ich drücke den jetzt von hier aus ein bisschen. Oder macht man das in der Realität gar nicht? Ich weiß das nicht. So. Und jetzt würde ich nämlich rückwärts den einfach gerade so ein bisschen rumdrücken. Ja, irgendwie nix, ne? Wie sieht's denn auf der anderen Seite aus? Da sehe ich auch nicht wirklich viel in den Spiegeln. Na, steigen wir nochmal aus, gucken. Ah. Das kann aber klappen, da ist noch Platz. Drücke ich den noch ein kleines Stück. So. Mache ich den wieder los. Und dann fahren wir mal darum. Mal gucken, dass ich den von vorne ganz gut kriege. Möglichst gerade. Das ist aber alles sehr eng hier. So. Da ist er. Das ist wirklich. Huiuiuiui. So. Ganz einschlagen. Wie weit kann ich da vorne noch? So ein Stück. Und jetzt müssen wir den wieder aufnehmen. Das war nicht der Rückwärtsgang, aber jetzt. Ach je. Ja gut. So, kriege ich den denn so jetzt da rein? Ja, kann klappen, ne? Das kann klappen. Nee, rückwärts brauchen wir schon. So. Noch ein bisschen. Nein. Das war verkehrt. Jetzt aber. Steht er eigentlich gerade?
Noch nicht ganz, ein bisschen noch. Jetzt etwa, ne? Ja, noch ein bisschen. So. Das sollte funktionieren. Du meine Güte. Ja, jetzt bin ich mir nicht sicher. Ist das eigentlich realistisch gewesen, einen so zu drücken? Ich könnte mir vorstellen, wenn man abkoppelt und wieder ankoppelt, das ist erstmal sehr aufwendig. Und zum anderen, wenn man den so steil unter 90 Grad dreht, dass die Reifen das nicht so gerne haben. Die werden ja quasi auf der Stelle gedreht, ne? Bei 12 Tonnen drin. Weiß ich gar nicht so genau. Ansonsten würde das so gehen. Ohne den wäre das doch nochmal eine Idee schwerer gewesen. Ich glaube, irgendwann hätte ich den auch reingekriegt. Aber drei Folgen für einen Einparken wollt ihr auch nicht sehen, oder? Na gut, so, wollen wir schauen, ob wir einen Abzug haben hier. Nö, anscheinend nicht. Dann ist das ja alles nochmal gut gegangen. So, da haben wir jetzt Level 3 erreicht. Und wir gehen auch nochmal hier, wollen ja noch ein bisschen weiter auch. So. Uftata. Ist fast die ganze Folge verballert, nur für dieses Einparken, aber egal. 24.488 Euröhnchen haben wir. Und jetzt gucken wir schnell einen Auftrag. Und ich habe ja gesagt, wir machen immer einen Auftrag von da, wo wir gerade waren. Wir sind ja jetzt hier in Weißrussland bei Sluk. Und ich hätte ja ganz gerne was weiter hier, tiefer in den Osten, weiter nach Russland rein. Was gibt's denn da so Schönes? Mal zurück. Budapest. Litauen. Polen. Es geht nichts weiter nach Osten. Nee. Da ist was. Das geht eher nach Norden. Der sagt jetzt 13,90 Euro. Was ist denn der beste pro Kilometer? 16,34 Euro. Ja, meine Güte, ne? Was haben wir noch? Hier ist noch einer. Ja, aber der ist dann, ja, das ist dasselbe, ne? 460 Kilometer gibt auch nicht so viel Geld, aber das wäre weiter nach Russland. Ich glaube, wir wollen weiter nach Russland, oder? Sollen wir das machen? Was gibt's denn hier? Kartoffeln, ja. Was haben wir denn? Wieder ein LKW, wieder ein Mercedes-LKW. Nehmen wir den, ne? Ja, nehmen wir den. Da brauchen wir gar nicht erst hinfahren. Starten gleich da. Schwupps. Sie haben schon wieder Post. Na, und wir sind wieder im gleichen Ort. Gut, wir sind jetzt wahrscheinlich irgendwo bei einer anderen Firma. Aber wir sind in diesem Ort Sluk hier in Weißrussland. Und sollen Kartoffeln fahren. Jetzt gucke ich mir erstmal die Post an. Das ist sowieso diese Standardpost. Die wollen ja immer, dass man Kredit nimmt. Ne? Wir können helfen zu wachsen. Bank, nehmen Sie Kredite. Kreditlinie auf 500 zu erhöhen. 500.000, ja. Aber wenn ich die aufnehme, dann muss ich aber ganz schön ackern, damit ich auch wirklich da zurückzahlen kann. Sonst komme ich noch in die Bedrulle. Ich mache das nicht. Ne? Was ich bis jetzt von euch gelesen habe, heißt auch erstmal noch nicht, später ja. Mal so, ich habe, glaube ich, bis jetzt erst so zwei Kommentare dazu gelesen. Wie gesagt, ich arbeite ja vor. So, wollen wir mal loslegen, damit wir noch ein Stück schaffen in dieser Folge. Karre an. Ne, das war der falsche. Jetzt habe ich den Auflieger gelöst. Wieder dran gemacht. Sieht auch schon wieder ein bisschen anders aus, ne? Wie viel Tonnen ist denn der Spaß? 21, ja, schwer ist der. Ich hoffe, der LKW hat ordentlich Wumms. So, wir müssen mal gucken, wo muss ich eigentlich lang? Oh, ich glaube, ich muss anders raus. Ah, ich sehe es im Spiegel. Das war nicht gut. Da haben wir schon gleich wieder ordentlich Mist gebaut hier. Ja, dann werde ich mal wieder zurückfahren hier. Mann, oh Mann, oh Mann. So. Nee, ich muss ja hier lang. Nee. Ganz rum, dann müsste eigentlich noch klappen. Ja, das funktioniert. So. Und links. Wie sieht's aus hier? Frei ist, frei ist. Gut. Dann machen wir das. Und da auch wieder links. Aha. Aha. Okay.
die schönen russischen Häuser wieder. So. 460 Kilometer noch und es geht richtig, richtig tief nach Russland rein. Ich dachte so zuerst, jetzt arbeiten wir uns mal, wenn es denn geht, so ein bisschen in Richtung Moskau vor. Oh, jetzt habe ich falsch geschaltet. Den 7. hatten wir schon. Ja, kratz. Soll ich hier tanken? Wenn ich jetzt hier tanken täte, hätten wir das hinter uns, ne? Ja, mache ich auch. Mache ich auch. Ich mache die Karre hier voll. So. Zack. Und ausmachen, weil das ist, wenn er auch so einen kleinen Tank hat, reicht das womöglich nicht. Kostet mich ja nichts, ist ja kein Problem. Na, ist auch nicht so viel mehr. Aber gut. So, und was ich jetzt noch zum Schluss machen wollte, ist gucken hier. Mittwoch 18.22 Uhr. Wir müssen heute Abend noch da sein. Spätestens kurz nach Mitternacht muss das Ding da sein. Da ist einer hinter mir schon ungeduldig. Ach ja, das macht nichts. Du kannst jetzt sowieso warten bis zur nächsten Folge. Denn die Zeit ist abgelaufen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lacht mich nicht zu sehr aus mit meiner Einparkgeschichte da. Ne? Und lasst mir trotzdem vielleicht ein Mitleids-Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es dann weitergeht Richtung tiefes Russland. Bis dann, bye bye und du halt die Fresse dahin. Tschüss.